Hallo und herzlich willkommen. Seht ihr mich überhaupt? Hallo und herzlich willkommen hier in meiner Chaos-Druckwerkstatt. Heute wieder mit einem kurzen Schnellschussvideo zum Sensor, zum Autobattle-Leveling-Sensor. So, der Drucker Nummer 4 ist fertig. Ich habe die neue Firmware geflasht, damit ich den Autobattle-Leveling-Sensor nutzen kann. Ich habe schon die Halterung gedruckt, um diesen Sensor halten zu können. Hier vorne ist jetzt noch alles mehr oder weniger original, wie es von Haus aus verbaut wurde. Den anderen Lüfter habe ich halt schon dran. Diese Standardhalterung, die ist bei euch in den Skynet-Dateien dabei. Da müsst ihr also dann auch an den Werten nichts ändern. Das ist dann alles schon eingeschaltet und ausgemessen. Also den einfach nur Stock dran bauen und dann funktioniert er, wenn ihr den schon geflasht habt. Jetzt ging es noch um die Verkabelung, und zwar habe ich den jetzt so verkabelt, dass das braune Kabel auf das Plus geht, das blaue Kabel direkt auf das Minus. So ist euer Sensor schon mal mit Strom versorgt und tät an sich auch schon funktionieren. Und wenn ihr da jetzt den Finger oder irgendwas drunter haltet, dann seht ihr, dass der blinkt, dass der auslöst. Wenn ihr dann ein Messgerät zur Hand habt und die Messspitze in schwarz auf euer Minus am Drucker haltet und die Messspitze in rot auf dieses Kabel haltet, seht ihr, dass da 12 Volt rauskommen. Diese 12 Volt müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen runterregeln an annähernd 5 Volt. Und da habe ich mir ganz einfach ein paar Widerstände genommen und habe da mal durchgemessen. Das heißt, ich habe mir die Widerstände an das schwarze Kabel dran gehalten, habe dann durchgemessen, was da hinten rauskommt, bis ich so annähernd bei 5 Volt war. Und da bin ich jetzt gelandet bei 330 bzw. bei 220 Ohmen. Die 330 haben bei mir schon funktioniert, allerdings nicht recht zuverlässig. Immer wenn ich den Sensor ausgelöst habe oder halt das ausprobiert habe, mit dem Z runterfahren. Manchmal hat es funktioniert, manchmal nicht. Also bin ich mit dem Widerstand noch auf 220 Ohm gegangen und da hat es dann gereicht, dass die da immer zuverlässig schaltet. Also habe ich mir jetzt zwischen dieses schwarze Kabel, was vom Sensor kommt, an das rote Kabel, was in den Drucker reingeht, an den ZN-Schalter, habe ich mir jetzt einen Widerstand mit 220 Ohm eingearbeitet. Ganz einfach, ganz simpel, funktioniert sehr, sehr zuverlässig. Und wenn ihr dann eure Messspitze durchmesst, ich bin jetzt bei 5,8 zu 0,8 Volt, was also annähernd dem entspricht, was das Board abkönnen sollte. Wie ich das alles geflasht habe, zeige ich jetzt hier nicht nochmal, das habe ich in dem anderen Video schon gezeigt und erklärt. Aber die benötigten Dateien, die packe ich euch wieder unten in die Videobeschreibung. Das soll es gewesen sein zum Autobattle Leveling Sensor Teil 2 oder V2 oder wie auch immer. Ich hoffe, ich konnte euch da noch mal ein bisschen weiterhelfen. Also die Verkabelung war dann recht einfach. Ihr müsst nur für euch schauen, was ihr da für einen Sensor benötigt. Testet das bitte gut durch. Fahrt euren Drücker schön weit hoch, ob von Hand oder im Menü. Dass, wenn ihr ein Home macht, also ein Auto-Home, dass der mal alle XYZ abfährt und ihr den Sensor dann von Hand testet, also wartet nicht, bis der runter aufs Bett fährt, sondern testet den vorher mit der Hand, ob der schon auslöst. Wenn er noch nicht auslöst, hier hat es eine kleine Reset-Taste, Patscherchen drauf, hält der Drucker an, könnt ihr hier nochmal einen anderen Widerstand ausprobieren. Macht das so lange, bis der zuverlässig funktioniert und dann könnt ihr euren Sensor mal bis ganz runterfahren. Ein ganz kleiner Hinweis noch. Ich selber bin auch kein Elektriker. Mein Nachbar ist es, der hat sich das angeguckt, hat so gemacht. Ich bastel an den Dingern auch nur rum. Das sind so meine Erfahrungen, die ich jetzt hier gerade so sammle. Wenn ihr das auch nachmacht, nicht immer einfach blind vertrauen, was irgendwelche Leute sagen, sondern messt euch das dann selber durch, ein bisschen Köpfchen einschalten, ein bisschen rumprobieren geht da schon. Also es geht nicht sofort da kaputt, wenn ihr da einmal kurz 12 Volt drauf macht, aber es sollte halt vielleicht nicht unbedingt eine Dauerbelastung sein. Probiert's aus. Ich bin raus, ich übernehme da keine Haftung für euer Tun. Deshalb ein bisschen überlegen, dann ist alles super. Das soll es soweit wieder gewesen sein. Ich denke, ein kurzer Schnellschuss tut gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.